Jetzt der Kollege Bayer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer hier und auch an den Displays, egal zu welcher Zeit oder in welcher Zeit, seit der ersten Lesung zu diesem Gesetz ist einiges passiert. Übrigens auch, was das Gesetz betrifft. Wir hatten eine hervorragende Anhörung. Ja, wirklich. Vielleicht fanden Sie einige zu lang oder dem Turm schriftlicher Statements zu hoch. Aber wir hatten auch viele Fragen. Sie haben es gleich gesehen. Und zumindest konnte ich neue Erkenntnisse zum ÖPNV-Gesetz und auch den beteiligten Akteuren der Anhörung mitnehmen. Nicht alles konnte diesmal in Änderungsanträge fließen. Wir werden noch viel zu tun haben, wie Herr Beuer schon sagt, sicherlich. Ich freue mich aber, dass wir nun gemeinsam die krasse Einschränkung parlamentarischer Mitwirkung revidieren konnten. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah nämlich vor, den Ausschuss nur per Benehmen zu beteiligen. Die nun in der Beschlussempfehlung des Ausschusses unter Punkt 4 vorgenommene Änderung von Benehmen in Einvernehmen grüße ich ausdrücklich. Alle Fraktionen hatten das unabhängig voneinander gefordert. Und ich bedauere, wie Herr Rehbaum und Herr Rasche allerdings, dass SPD und Grüne die Kürzung der Investitionsmittelpauschale in § 12 für unabdingbar halten, auch wenn sich das unter anderem Herr Becker anders gewünscht hatten. Sie halten daran fest. Wir hatten zur Finanzierung bereits im Haushalt einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht und im Ausschuss erneut gefordert, von den Kürzungen abzusehen. Wir alle wissen, dass das Geld dringend benötigt wird, um Investitionen in die Infrastruktur des ÖPNV zu decken. Der Bedarf durch zunehmend notwendigere Enthaltungsinvestitionen steigt, zum Beispiel sanierungsbedürftige Brücken, Tunnel, Trassen. Eigentlich soll zudem die Attraktivität des ÖPNV verbessert werden. Kommunen können kaum zusätzliches Geld aufbringen. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen Versprechen der Koalitionsfraktionen und der Handlung. Das ist eines der Sachen, die wir als Änderungsanträge vorgetragen hatten. Ein weiteres ist die unzureichende Beachtung der Barrierefreiheit. Es genügt nicht, dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz noch das Behindertengleichstellungsgesetz NRW hinzuzufügen, wenn gleichzeitig der kleine, aber feine Unterschied zwischen sollen und müssen unbeachtet bleibt. Wir wollen, dass die Einhaltung der Barrierefreiheit bei allen Anlagen des ÖPNV realisiert wird. Das ist ein Anliegen, welches insbesondere für die regierungstragende Fraktion eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und dann ist da natürlich noch das Thema Transparenz und die Verfügbarkeit in den Prozessen, in den Prozessen erhobenen Daten. Für das Gesetz beabsichtigten Entwicklungen und Systemverbesserungen werden mit öffentlichem Geld Daten erhoben, Gutachten erstellt und Verfahren entwickelt, welche der Öffentlichkeit gehören. Diese Daten könnten, sofern sie frei veröffentlicht werden, genutzt werden, um sinnvolle Zusatzangebote durch Dritte zu erstellen, wie beispielsweise Apps für Smartphone à la Öffi. So kann nicht nur die Schnittstellenproblematik im Nahverkehr überwunden werden, es entstehen auch innovative Angebote aus frei verfügbaren Daten, wenn man sie nur lässt, wenn man die Entwickler nur das machen lässt. Diese eleganten Effekte können nur entstehen, wenn man öffentliche Datenbestände auch tatsächlich veröffentlicht. Ein weiterer Änderungsantrag war noch die Sanktionsmaßnahmen. Die Idee eines Reizes zu der Bildung von Gemeinschaftstarifen begrüßen wir als Schritt in die richtige Richtung zu einem ticketfreien ÖPNV. Aber leider sind diese diffusen Sanktionsmöglichkeiten nicht zweckdienlich. Die schwebende Gefahr der nachträglichen Kürzungen durch Rückförderung von 10% der Mittel nimmt den Beteiligten die Planungssicherheit, wirkt daher kontraproduktiv und darüber hinaus mit der schwammigen Hinwirkungspflicht eigentlich unakzeptabel. Ich werde daher persönlich dem Antrag nicht zustimmen können, mich enthalten, auch wenn ich ganz klar für die Änderungen bin, die wir im Ausschuss vereinbart haben. Diese Änderungen sind natürlich mehr als sinnvoll. Und was den Antrag, die Beschlussempfehlung der CDU betrifft. Ich kann das, was Sie auf Seite 1 wollen, dem kann ich zustimmen. Allerdings der in der Begründung versteckten Hinweis, man sollte das Sozialticket kürzen bzw. abschaffen, kann ich leider nicht zustimmen. Deshalb kann ich mich da auch maximal enthalten.
Denn gut, das Sozialticket, sagen Sie, das wären ja Ausgaben, die werden zur Verfügung stehen, aber die kommen eher aus dem Landeshaushalt. Das sind also auch ebenso zusätzlich, wie es mit den 30 Millionen der Fall sein könnte. Das ist ja kein Bundesgeld, was weitergeleitet wird, wie beim Rest. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung